Wo ist das Bakarov-Magazin da? Oh, jetzt habe ich wieder schön 5 Magazine. Geil. Schön wieder alles verballern jetzt hier sinnlos. Endlich. Ja, sinnlos. Das kannst du sinnlos zocken, ne? Sinnlos. Keine völlig Ahnung. Sinnfrei. Tactical kannst du nicht. Da kommt ein Zombie auf mich zugerannt. Hau ab, du Dreck. Hau ab, habe ich dir gesagt. Dreck den. Bin ich getan, Mann. So. Ab geht's zum Airfield endlich. Ich laufe hier richtig. Jetzt mache ich hier ewig rum wegen Airfield, dann komme ich an und werde von irgendwo vom Weiten weggesnipert einfach. Dann ist Ende. Toll. Jo. Ja. Ja. Kill it sowieso. Bei Putzi. Oh. Oh. Ob wir heute wirklich in der Aufnahme zum Airfield noch kommen? Also ich wahrscheinlich, ich schaff's noch. Ja, ich versuche ja auch schon mein Bestes zu geben. Ich hoffe, ich laufe in die... Bei mir ist das Problem, ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung, ey. Ja, die Sache ist auch, ich will ja nicht den Airfield alleine durchqueren. Das würde ich ja schon gerne mit dir zusammen machen. Bloß jetzt da zu stehen und zu warten, ist wieder eine andere Sache. Ach, jetzt willst du es wieder mit mir zusammen, ne? Ich brauche irgendeinen Idioten, der vor mir herläuft. Ich kann doch nicht... Ach nee, du hast eine Scope. Scheiße, du bleibst ja eh hinten, glaube ich. Ach. Oder halt defensiv. Du musst auch an die Front, Rico. An die Front. An die Front. Da unten kommt irgendeine Straße. Ich hoffe, ich bin wenigstens richtig, ey. So, warte mal, jetzt mal kurz die Map auf. Mal sehen, wie lange das jetzt hier durch den Wald geht. Ab hier. Ja, das ist jetzt die Stelle, wo es wirklich ein bisschen langweilig wird. Gut, das ist nochmal die Strecke von dieser Kackstadt vorhin zur Burg. Jetzt ist das dieselbe Strecke nochmal von der Burg zum Airfield. Ungefähr. Ein Gesprächsthema. Ich brauche ein Gesprächsthema. Intimpilz. Nee, ganz ehrlich. Hatte ich noch nicht, tut mir leid. Ich auch nicht. Ja, komm, hör auf das abzustreiten jetzt, Rico. Gib's doch endlich mal zu, Mann. Die User von deinen Videos, die wollen auch wissen, welche Krankheiten du schon hattest. Genau. Kannst ruhig mal ehrlich sein mit deinen, genau, mit deinen Likes. Hodenwindpocken und so. Hodenwindpocken. Du hast ganz schön Gehirnfrost, ja. Aber so eine Kinderkrankheit, wie man sie ja nennt, hatte ich gar nicht, wa? Windpocken, Masern und sowas hatte ich noch nie. Ist ja eigentlich, glaube ich, gefährlich. Bloß ab, mit dir will ich nichts zu tun haben. Hatte ich ja noch gar nicht. Ja, weil du bist übelst der Gammel. Ich hatte noch nie wirklich was Ernsthaftes, außer eine Lungenentzündung. Kann man eigentlich springen? Nee, ne? Geht nicht. Mhm. Normal einfach so? Nö, ne? Nee. Scheiße, ich muss mal kurz hier, wo sind jetzt der Blöde? Und Gina ist nicht da. Scheiße. Ey, die war doch gerade eben noch. Nein? Was ist das denn? No entry bin config? Ja, nee, läuft. Hm, gut, okay. Kriegt mir ja eh nichts. Ich habe aber die Zeit nicht vor mich, Idiot. Ich weiß ja gar nicht, wie weit ich in der Aufnahme bin. Ja, ich weiß es nicht. Na, Stunde, 11 Minuten eigentlich, oder? Wir haben ja nicht Punkt 8 angefangen. Wer versucht mich ständig anzurufen auf meinem Handy? Ach, mein Vater. Mein Vater. Ich wollte gerade sagen, bestimmt dein Papa. Ja, muss ich ihn später zurückrufen. Tut mir leid, Papi. Der wird mich schon anrufen und sagen, Mann, Rico, du scheiß Spacken, ich wollte in der nächsten Aufnahme dabei sein. Wieso? Warum sagst du mal einen Ton? Genau. Nee, ist klar, Rico. Huch. Oh, eine Ziege könnte ich ja noch fressen, dass ich ein bisschen mehr Energie bekomme. Ey, cool, ich kann mir ja jetzt... Ja, stimmt, ich kann mir ja selber jetzt Essen machen. Ich kann ja Ziege killen mit dem Hunting Knife. Das Holz dazu kann ich mir machen. Was ist das denn da hinten? Oh. Alter, sehe ich da echt eine Kirschspitze? Ne, eine Kirschspitze? Ach, das wird das Ding sein. Grishino, da sehe ich die Kirche von Grishino. Krass. Geiles Ding. Mach mal Fernglas wieder weg. Ah. Cooles Ding. Okay, da sehe ich die. Da weiß ich ja schon mal, dass ich auf jeden Fall nicht falsch bin. Freut mich. Ich bin oben an der Burg, bin ich wieder. Du bist jetzt an der Burg?
Ja. Direkt an der Burg. Krass. Jetzt muss ich dort glatt nochmal gucken. Burg war. Eigentlich brauche ich in der Burg bloß weiterlaufen und dann. Ja, genau. Na, Burg hinten raus halt. Südwestlich leicht halten. Ich geh nochmal ganz kurz hoch, in der Hoffnung, dass. Obwohl, hochgehen, du warst schon oben, ne? Ja. Ist ja was gespawnt wieder, kann auch sein. Ja, ja. Bisschen klar. Trinken lag darum noch, das habe ich liegen gelassen. Ja, ich gehe weiter. Ist mir nichts. Trinken habe ich noch, fressen habe ich auch noch. Geh einfach weiter. Einfach weiter geradeaus. Ob es da drin was gibt? Ich kann da mal kurz reinlunschen, ob es da einen Supermarkt oder so gibt. Sehe ich da was? Eine kleine Kackkapelle? Gammelhäuser? Oh, sehe ich nicht, scheiße. Egal, da will ich jetzt nicht hin. Ich habe ja eh genug, was will ich jetzt mit dem Supermarkt? Blödsinn! Ja, gestern hättest du dich noch gefreut in der Aufnahme, nicht vorgestern so. Ein Supermarkt, geil! Jetzt müsste ich nur wissen, in welche Richtung ich laufen müsste. Ich habe keinen Kompass, das kotzt mich an. Ich bin ob da. Ich so richtig bin oder nicht? Ich würde genau ist, auf die Kaserne. Unten ist direkt eine Straße, direkt vor der Kirche ist eine Straße. Kaserne sei schon, ich würde genau auf die Handlers zukommen jetzt eigentlich. Jetzt mal minimieren. Cool, hinten ist eine fette Scheune oder Munition wäre da vielleicht drin, weiß ich nicht. Und da müsste irgendwo der Effizient, das ist eine Kuh. Ob ich die Kuh nochmal auseinandernehmen? Ach scheiße, das wird mir alles zu lang. Ist hier. Ist es nicht mehr weg. Ich laufe in Richtung Straße, das Ort. Oh, ist das schön, dass will ich ein Bild von machen von der Kuh. Muss ich nach rechts laufen. Mumu. Ja, ich muss nur noch rechts laufen. Ja. Hä? Will mich die scheiß Kuh jetzt verarschen? Ich ist doch gerade hier am Baum lang gelaufen. Ist ja auch krass. Die Muku. Muss parallel zur Straße laufen. Schlappen wir rum jetzt. Alter. Ich übersehe echt eine Kuh, weiß ich, wo die hin ist. Oh. Nö. Das war das die Kuh, das ist doch keine Kuh. Eine Nuku? Das ist eine Kuh, das sind Kühe. Das ist die? Von gerade eben? Ach, keine Ahnung. Was wirst du denn nicht? Warte mal, wenn ich jetzt zur Stadt. Ich laufe theoretisch in Blickrichtung der Stadt, laufe ich jetzt direkt da lang. Da ist die Scheune. Da ist die Scheune, die guckt so. Ich laufe theoretisch gerade in diesen Winkel, ich muss weiter nach rechts. Ich muss jetzt richtig krass Westen laufen. Okay, nicht mehr dieses südwestlich gemache, sondern. Genau, im Winkel weg, okay. So. Also ich bin auch nicht mehr weit entfernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hau jetzt von dieser komischen Ritterburg, was auch immer das ist, ab in Richtung Airfield. Das ist aber auch wirklich die, wo wir waren, ne? Die große. Ja, ja, das ist die große. Genau, nicht die kleine, das ist die große. Ich sehe jetzt gerade da drüben diese Hütte, wo wir waren. Ist ja krass, weil ich bin noch nicht mal so lange weg von der Burg. Da bist du echt relativ kurz danach da angekommen. Nicht schlecht. Ich sehe jetzt auch so ein komisches, so ein Hochstand. Gut, dann gehe ich natürlich auch noch hoch. Wenn du wirklich westlich jetzt läufst, dann musst du mal links gucken, ob du irgendwann so eine übelste Stadt siehst. Da kommt doch immer so eine Warte mal kurz, wir sind jetzt dort, wo ich gestorben bin. Nee. Ach komm, auf, da bin ich doch jetzt nicht, oder? Das sieht jetzt nicht echt danach aus, oder? Wenn du bei der Burg warst, müsstest du ja südlich gelaufen sein, um dahin zu kommen wieder. Südöstlich. Um wieder zu der Stadt zu kommen, wo du gestorben bist. Egal, ich habe erstmal CZ50 Magazine gefunden und zwar 4 Stück. Dann. Geht übelst ab, Alter. Oh, ich bin direkt am Flughafen, Alter. Hammer. Der Wald hört oft, zack, dich vor den Hangars. So, Leute, jetzt wird's ernst. Wenn ich jetzt wüsste, was ich gerade für eine Aufnahmezeit habe, wüsste ich, ob das jetzt eine neue Folge ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt könnte es eng werden. Jetzt muss ich mal kurz checken, wie viele Spieler hier sind. Ah, nicht so viele. Naja, trotzdem ist das der Ort, wo es alle hinzieht. Alle unter mich.
Ich bin, glaube ich, dort, wo ich draufgegangen bin. Was sieht mir so anders aus? Das ist so anders. Aber so. Wenn das dort ist, wo ich wo ich denke, dann weiß ich, wo ich hinlaufen muss. Na dann. Wir sind nämlich, wenn das dort, ey, das kann nicht sein, dass es dort ohne Hund gibt. Das gibt's doch nicht. Ich muss ja mal wirklich ein bisschen. Warte mal, ich muss jetzt erstmal sehr defensiv laufen. Oh, ich, das ist schon so lange her mit dem Airfield, ich weiß echt nicht mehr richtig genau, wie der jetzt hundertprozentig aufgebaut war mit den Baracken und sowas. Vor allem komme ich aus einem völlig anderen Winkel gerade rein, das bin ich nicht gewohnt. Aber hier ist doch keine Breit und Breit. Ich bin jetzt, ich muss mal ganz kurz die Baracken, dass ich ganz genau weiß, wo ich bin. Was ist denn das hier? Könnte fast meine Position sein. Ich bin... Da dürfte ich sein. Das heißt... Da sind die beiden Dinger, genau. Und normalerweise komme ich immer von hier rein. Okay. Gut. Gut, ich bin dort, wo wir uns gerade eingeloggt haben noch. Alles, warte mal, dann gucke ich mal ganz kurz auf der Karte. Dann hast du jetzt den Weg vor dir eigentlich. Den ich gerade hinter mir gelassen. Den du gerade vor dir hattest. Ja, ja. Aber es ist nicht so schlimm, ich habe das Magazin. Aber es läuft sich weg, also es geht. Wenn man wirklich durchrennt und sowas, dann geht's. Ja, ich renne durch. Ich habe aber nicht. Doch, ich habe immer was zu essen und immer was zu trinken. Nee, trinken habe ich genug, aber essen habe ich nur einmal. Gut. Im Prinzip läuft sich die ganze Map eigentlich zügig weg, wenn du alleine bist. Das geht ganz zügig. Wieso alleine? Ich bin der Meinung, also wo ich damals alleine gerannt bin, habe ich vom Flughafen bis runter zu Elektro eine halbe Stunde gebraucht. Na gut, also ob das jetzt was ausmacht, ob einer neben mir herläuft, dann bin ich ja nicht langsamer automatisch. Ja, da, ne, automatisch nicht, aber man unterhält sich, man verläuft sich, bla, hast du nicht gesehen, so ja, alleine gut, konzentrierst ja. du dich auf den Weg, weißt du? Ja, ja. Ja, vor allem, man darf auch wirklich keine Abstecher machen, weißt du, wie jetzt mit dieser Stadt, die links von mir war, jetzt hab ich zum Beispiel noch eine Burg gefunden. Und das ist die schon wieder. Welche? Das ist die schon wieder. Ne, ich will deinen Monitor gar nicht sehen, was du machst eigentlich. Ich auch nicht, lass mal. Kann man da rein in die Dinger? Das weiß ich gar nicht mehr. Disney's Pictures präsentiert der Airfield. Oh cool, haben wir es endlich mal geschafft, hier anzukommen. Jetzt wäre nur noch cool, dass wir länger wie 2 Minuten überleben. Also für Leute, die nicht wirklich selber Daisy spielen oder das noch nicht so oft gespielt haben und sich jetzt denken, was soll hier oben schon abgehen bei der minimalen Anzahl von Spielern? Du glaubst es gar nicht, was hier oben abgeht. Wenn 5 Leute auf dem Server sind, kann es gut aussehen, dass 4 Leute davon am Airfield rumgammeln. Einfach mal. Das ist nämlich nun mal, ich weiß nicht, meiner Meinung nach Spielprinzip Nummer 1, unten an der Küste spawnen, kurz die Großstadt Scherne und Elektro abrushen mehr oder weniger und dann wirklich zum Airfield hoch. Das ist mehr oder weniger der Spielablauf, Grundspielablauf. Und deswegen würde ich hier jederzeit einen Spieler erwarten. Mal sehen. Ja. Das doof ist nur, dass die sehr gerne irgendwo da ganz hinten rumgammeln und mit der Scope hier reingucken. So wie ich. Mit der Lupe. Ja, mit der Lupe macht ich's. Ja, es ist schon einfach mit der Lupe. Also du bist den Weg jetzt lang gelaufen, ne? Du bist nicht, also du bist den Autoweg jetzt direkt lang gelaufen, also Asphaltstraße. Nee, ab einer bestimmten Stelle dann nicht mehr, dann war nur noch Wiese. Ab der Burg, genau, ab der Burg war nur noch Wiese, Wiesenrennen. Ja, ich renne jetzt direkt nämlich nur noch durch den Wald durch, fertig. Aber ich sehe da drüben Straße. Ich glaube, da renne ich erstmal lang, grob gesagt. Da kommt eine Scheune. Nee, ich gehe Richtung Scheune. Wir hätten sitzen sehr gerne die Scopes rum. Kann man da jetzt rein? Nee, da kann man nicht rein. Waren noch mal diese scheiß Baracken, wo man rein konnte, diese kleinen? Oder waren die da hinten? Keine Ahnung. Jetzt laufen 3 Zombies auf mich los. Nee, 2. Also auf mich zu. Scheiß Viecher. Da kommt noch ein Hochstand, da gehe ich hin erstmal. Hochstand ist mir wichtiger wie eine Scheune. Ja. Weil in einem Hochstand kannst du echt Special Weapons finden. Gut. Lass mal gucken, dass mich die Viecher hier nicht bumsen.
Komm, lauf mal schön an mir vorbei. Der nächste ist auf mich zugelaufen, ey. Da unten ist ein Ortseingangsschild. Da könnte ich doch gleich mal gucken, wo ich dann bin. Und dann weiß ich, wo ich langlaufe. Genau. So, wir wären eigentlich normalerweise, wenn alles ganz normal nach Plan abgelaufen wäre, von da mal reingekommen. Dann laut zweiten Plan sollten wir von da reinkommen. Mittlerweile sind wir von da reingekommen. Naja. Jetzt läuft der Zombie natürlich hier auch lang. Natürlich nachladen. Oh, 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 oh. Das Gefährliche ist, da frage ich mich immer, laufe ich lieber ganz schnell die Hangars ab oder versuche ich da langsam reinzugehen? Bloß wenn echt Scopes darauf gucken, wäre es für mich am besten, da die Hangars durchzurennen, als reinzukriechen. Da knall ich dich ja locker weg. Keine Ahnung. Gott, ich würde die da hinten nie erkennen. Essen. Möglichst lebendig, bitte. So, in der Halle ist natürlich richtig viel drin. Pass auf, ich laufe alle Hallen durch, alles leer. Schäme und Hochstand, Hochstand und Schäme, Hochstand und Schäme, Hochstand hier, Schäme hier. Die Viecher triggern mich wieder durch die Wand, ey. Weiter Richtung dort. Richtung dort. Mhm. Ach, da kann er nichts spawnen, da hinten, an der Ecke. Es sei denn, es wurde geändert, ich kannte das noch so, vorne links, vorne rechts und hinten links kann was spawnen. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, wo ich hinlaufen muss, in welche Richtung, so grob gesagt, ja? Ja. Das ist schon mal ganz gut. It's very good, very good. Very good, very nice. Oh, Mist. Scheiß Uzi. Alter, wie die Viecher einfach mal nicht sterben, wie das die übelst nicht interessiert, dass ich in Kugeln auf die reinschieße. Und was? Dass ich Kugeln auf die reinschieße, das interessiert die nicht. So, zack, zack. Fast runtergekommen. Munitionsverbrauch verdammt hoch, Munitionsverbrauch verdammt hoch. So, du hattest doch schon mal diese Uzi, oder? Diese kleine, die... Hatte schon ja. Weißt du, ob die als sozusagen die Makarov ersetzt oder die Rifle? Weißt du, die Hauptwaffe oder die Nebenwaffe? Warte mal ganz kurz. Jetzt hier, ja, genau. Ich bin kurz vor Gvozdnodov, oder wie auch immer das heißt. Warte mal, ich mach mal gleich meine komische Map auf. Ja, genau. Nordorf. Und dann einfach weiter Westen, Westen, Westen. Jo, ich laufe der Straße entlang. Ich muss ja nur Pool an, ne? In den Hallen ist das Problem, dass die Viecher auch gerne mal rennen. Das ist nicht wie in normalen Gebäuden. Bist du in den Hangar schon, ja? Ja, ja. Du bist ja übelst der Skiller, wa? Und so sterben willst du jetzt nicht in dem Spiel, ja? Nicht unbedingt. Was machst du, wenn ich dich kille? Weiß ich nicht. Übelst der Bob. So. Hat er jetzt... Oh. Nein! Nicht gerade, wo ich werfe! Nein! Ich bin bewusstlos. Ich bin tot. Nein. Oh ja, ich bin tot. Nein. Ich wurde tatsächlich irgendwo von da draußen... Rico was killed. ...beschossen. Oh nein. Vor allem...
Ich, weil so viele Zombies waren, ich will aus dem Hangar raus eine Rauchgranate werfen und so wie ich mit dem Scheißding aushole, wäre ich beschossen. Das gibt's nicht. Und ich konnte nicht mehr abbrechen und wegrennen und nix. Scheiße. Das gibt's nicht. Da laufen wir ewig da hoch, machen ewiges und sterben. Scheiße. Aber guck mal, ich wurde gleich am Anfang gekillt, Junge. Du hast es ja noch wenigstens bis zum Airfield geschafft. Ich geh jetzt aber, glaub mir, ich geh jetzt auch noch zum Airfield. Ja, ja, dann macht der Party. Dann macht ihr erstmal Action. Ich hab's gewusst, Alter, da sind wirklich Leute da oben, die warten natürlich und ich muss genau in dem Moment, wo ich die scheiß Granate ziehe, das gibt's nicht, genau dann schießt er und der hat noch verschossen, der Typ. Ich hätte noch übelst reagieren können, aber es ging nicht, weil der 3 Wochen braucht, um eine Granate zu schmeißen. Oh Mann. Oh Mann, wie cool. Kot. Riech dich Gott. Riech dich Gott. Große Gaga. Oh ja. Große Kackaufen. Kannst mal sehen, wisst ihr, ich bin von Elektro eigentlich unten gespawnt, bin jetzt bis hier hochgelaufen und du, deiner Kacken. Oh, schön wieder alles farbig, juhu. Ich glaube, ich muss mich töten, weil ich bin ja ein Kamenka. Ist natürlich Kot. Nein. Das ist richtig Kot. Aber ich glaube, dann kann ich auch an der Stelle die Aufnahme auf jeden Fall pausieren. Ich töte mich mal noch eben. Wenn ich wüsste. Ich weiß jetzt nicht, wie lange war. Quatsch, das brauchen wir jetzt nicht in der Aufnahme haben, wie ich mich ewig töte. Ich werde dann natürlich außerhalb der Aufnahme mich hier killen und bla, sodass ich Shano oder Elektro spawne. Und ab dann geht's dann wieder weiter. Tut mir leid, dass wir wirklich so viel gelaufen hatten und dann im Endeffekt bin ich doch verreckt an dem scheiß Airfield. Aber so ist der Lauf der Dinge, kann ich nichts dran ändern. Ich pausiere die Aufnahme und danke an Fuzzi fürs Mitspielen, mehr oder weniger. Ja, na, ein weniger. Weil ich war nicht so wirklich dabei. Mich kotzt das auch an, dass ich draufgegangen bin. Es tut mir auch leid, liebe Zuschauer. Aber ich bin fast am Airfield, ich jetzt nochmal Action am Airfield. Genau. Werde dann beim nächsten Mal berichten, was ich gemacht habe am Airfield. Kann auch sein, dass ich nur einschlafe. Ja, mal sehen. Aber gut. Eigentlich habe ich vor, da was zu reißen. Genau. Gut, dann vielen Dank an der Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall geht beim nächsten Mal viel, viel mehr ab wieder in der Stadt. Da ist ja wieder Action und sowas. Von daher, ne, und so. Also, bis dann. Tschüss. Ciao.